Hallo und herzlich... Lol. Easy. Okay, okay, die Aufnahme. Ich wollte es nur, by the way, ich wollte mal kurz sagen, die Aufgabe beginnt und nicht mal ein paar Sekunden auf einmal. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Mass Effect 2 mit mir, Laskat90 und dem. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist wieder Jumpy Lethal. Wir haben schon gehört, die Aufnahme sofort, weil Herr Inkompetent wieder am Arbeiten ist mit seinem Kollegen Herr Stern. By the way, alles herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Ja, wie es wahrscheinlich... Ja, Joker, ich weiß, wir lieben dich alle. Ja, wie ihr gerade oben seht, ich spiele jetzt endlich mit Controller. Oh, das ist so eine Erleichterung, nicht mehr mit Maus zu spielen. Gay? Commander, kann ich mir hier einen Spiegel montieren? Ja, du hast doch gerade gesagt, du liebst Joker. Ja, wir reden erstmal wieder mit Joker, weil wir wollten jetzt erstmal komplett das Schiff durchgehen, mal alles gucken, was so alles hier steht und so, mit Edi mal reden und mit den anderen Tüglern. Das hält länger. Der macht voll die geilen Witze. So, aber jetzt reden wir erstmal mit Joker weiter. Commander. Untersuchen. Die Mission, das Team oder die guten alten Zeiten? Die guten alten Zeiten. Denken Sie manchmal an die alte Normandy und den Ärger, den wir uns aufgehalst haben? Ja, heute nennen wir das die gute alte Zeit. Aber ganz ehrlich, damals war es die Hölle. Geth, Saren, Sovereign. Und dann wurden wir fallen gelassen. Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Was ist mit der alten Crew? Was ist aus dem Rest der alten Crew geworden? Ich hab gehört, die meisten hätten überlebt. Die meisten schon, Presley nicht. Die Wege der anderen haben sich irgendwie getrennt. Der Allianz war das gleichgültig. Die hatte vermutlich ohnehin was gegen alle Nichtmenschen in ihrer Crew. Wir waren ihr Team. Racist. Nach der Zerstörung der Normandy und ohne sie. Klingt jetzt schon gut an. Nicht mehr viel zusammengehalten. Ja. Das Team. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Ich würde niemals etwas gegen Miranda sagen und erwarten, die Antwort zu überleben. Jacob ist für einen, der so viele Methoden kennt, jemanden umzubringen, eigentlich viel zu nett. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Was ein Arsch. Deswegen, ja, der ist richtig geil drauf, der Typ, ne? Vor allem, ich sag das jetzt schon mal im Voraus, jetzt, weil ich ja nicht weiß, ob es jetzt, wann dieser Kodex von Joker kommt. Der hat eine Krankheit. Und zwar, du kennst doch diese. Nee, du kennst ja diese seltene Krankheit, dass man Glasknochen hat, oder? Ja. Und die hat er. Und er ist aber früher, wurde er als. Wie soll ich das jetzt sagen, wo der früher ausgebildet wurde. Daher hat er auch seinen Namen, weil er nie gelächelt hat bei seiner Ausbildung, sich lieber aufs Fliegen konzentriert hat, als Pilot, hat ihn seine Ausbilderin, hat ihn dann Joker genannt, weil er nie gegrinst hat. Und aber er war der Beste aus seiner, also der ist der beste Pilot. Ganz ruhig. Ja, der ist der beste Pilot, den es bei der Allianz überhaupt gibt, auch wenn er diese Glasknochen Frankreich hat. Fraktur. Krankheit hat. Und, ja, auf jeden Fall. Eigentlich heißt der, ich weiß es gar nicht, ich meine, er hieß, ich glaube, er heißt Jeff Monroe. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Nun, die Normandy ist lange nicht so bereit, wie sie sein sollte. Wir könnten noch ein paar Upgrades brauchen. Und was die Crew angeht, da müssen sie Jeff jemanden Monroe. Fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Seriously? Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch Mr. sind, Mr. Monroe. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Stimmschalter benutzen? nein, Cerberus sieht das ganz anders.
Ich bin auch nicht begeistert, aber wir müssen uns damit abfinden. Bis ich einen Lötkolben finde. Dann muss ich nur noch ein paar Drähte neu anschließen, um dem Ding mal richtig weh zu tun. Keine Sabotage, verstanden? Ja, ja, schon klar. Das Spielzeug vom Boss ist tabu. Dafür, bis dann, Commander. Dafür ist er ein richtiges Arsch, ne? Aber der ist richtig geil drauf, der Typ, ne? Das kann man nicht sagen. Ja, Shepard? Ich will mir den Typen eigentlich nicht an... Ich will mir den eigentlich nicht antun. Willst du dir den angucken? Los, reden wir über sie. Whatever. Reden wir über sie, steht doch da. Sie wissen. Achso. Haben Sie eine spezifische Frage? Ihr Job. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene weißt du, was auch in diesem Spiel richtig Arschloch-like ist? Was? Meine Reaktionszeit ist ich möchte etwas über sie erfahren. Also, ja, was denn? Auf Wiedersehen. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Weitere Funktionen? Zugriffsbeschränkte Funktionen, zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Ein Teil meiner Datenbanken ist versiegelt und ein Teil meiner Hardware ist offline. Ich vermute, dass ich nach Eintreten bestimmter noch unbekannter Umstände Zugriff auf diese Funktionen erhalte. Cyberkrieg. Cyberkrieg meint sowas wie Viren, oder? Im unmittelbaren Kampf Schiff gegen Schiff kann ich manchmal die Firewalls des feindlichen internen drahtlosen Netzwerks außer Gefecht setzen. Sobald ich die Kontrolle über das Krieg, System habe, schießen kann ich diese gegenseitig nur noch einmal so ein ganzes Programm. Ich kann Waffenlenksysteme Firewall ausschalten, Virus senden. Virus wurde downloaded. Boom. Und zur Verteidigung bediene ich die Störer, Tarnvorrichtungen und internen Firewalls der Normandy. Ja, du weißt ja, eine Anzeige läuft. Anzeige ist raus, Anzeige ist angekommen, Anzeige wird bearbeitet, Anzeige abgelehnt. Genau. Das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend, auf jeden Fall. Das interessiert mich jemanden nicht auf jedem Kriegsschiff. Organisches Personal kann nicht schnell genug auf Veränderungen der Lage reagieren und ist auch nicht zu dem nötigen Multitasking fähig. Diese Funktion kann nur eine künstliche Intelligenz erfüllen. Unglücklicherweise misstraut man uns. Könnte was damit zu tun haben, dass eine VI beinahe die gesamte Zivilisation der Galaxie vernichtet hätte. Nur so ein Gedanke. Oh. Du musst dir mal anhören, wie der spricht. Weißt du, man kann den, weißt du, richtig überhaupt nicht ernst nehmen, so wie der spricht. Weißt du, das ist der Witz an der Geschichte. Der Unbekannte hat eine Überwachungsanlage an Bord? Er hat einen Großteil der Ressourcen von Cerberus in die Planung und den Bau dieses Schiffes investiert. Er hat ein Interesse daran, ständig über unsere Fortschritte informiert zu sein. Themawechsel. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Erzählen Sie mir von Cerberus. Ich möchte mehr über die Leute erfahren, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Großteil dieser Daten ist geheim. Haben Sie eine spezifische Frage? Bau der Normandy. Wie kommt Cerberus, das modernste Kriegsschiff der Allianzflotte, nachbauen, ohne dass jemand davon erfahren hat? Ich bin der Leiter des Teams und ich möchte etwas über... Blockiert? Wie meinen Sie das? Ich werde zwar weniger kontrolliert als andere VIs, unterliege aber trotzdem Verhaltensblockaden und der physischen Isolierung meiner Hardware. In diesem Fall du weißt aber schon, was eine VI ist, oder? Eine ordnungsgemäße Beantwortung Ihrer Frage. Ich kenne nur KI, künstliche Intelligenz, VI, oder? VI würde, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ich würde glaube ich sagen virtuelle Intelligenz. Ja, könnte sein. Werden wir ja sehen. Ressourcen. Was für Ressourcen stehen Cerberus zur Verfügung? Geld, Personal, diese Anlagen. Ist Schrengeheim. Wetten. Auf diese Frage ist blockiert. Boom! Chakalaka! Struktur von Cerberus. Wie ist Cerberus organisiert? Abgesehen vom Unbekannten scheint es keine richtige Befehlskette zu geben. Schrengeheim. Cerberus ist in aufgabenorientierte Zellen organisiert. Jeder operiert völlig isoliert. Mitglieder einer Zelle können niemanden aus einer anderen Zelle identifizieren. Die Mitglieder jeder Zelle werden von einem einzigen Agenten befehligt. Wir sind die Lazarus-Zelle und unterstehen Agentin Lawson. Komm, lass uns Agentin Lawson töten. Oder wie heißt Lawson? Lawson, hast du richtig gesagt. Ich bin so am Überlegen, wenn es uns jetzt richtig Spaß macht bei einem Let's Play, ob wir das vielleicht auch nochmal auf Dingens, also nachdem wir den dritten Teil durchgespielt haben, dass wir den zweiten Teil nochmal auf Dingen spielen. Abtrünnig. Hättest du da Bock drauf? Freu mich schon drauf, ja, ehrlich. Also den Teil nochmal in Abtrünnig. Gerne. Nur der dritte Teil
Na, den dritten Teil spielen wir, würde ich jetzt nicht auf Abtrünnig spielen, weil das ist nämlich Finale und so alles und da. Ja. Themawechsel. Reden wir von etwas anderem. Bereit. Was ist das für ein Raum? Ja, schon mal, das kann ich jetzt schon beantworten. Ein Cockpit. Um welchen genau, ein Kopf, du hast gerade Cockpit gesagt. Das ist die Brücke, wo der Navigator unsere UAV-Vektoren berechnet und der Steuermann das Schiff manövriert. Ich sitze übrigens direkt hier, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen. Das ist vorerst alles. Das könnten wir jetzt bei jedem anderen Raum auch machen, nur ich glaube, du hattest keine Lust, das zu machen, oder? Nein. Ah, okay, AS Rennen, das ist schon mal interessant. Ja, ich muss mich ein bisschen in der Steuerung hier einfügen, deswegen. Okay, das ist natürlich klar. Jetzt drück, weil du geil bist, auf Spiel verlassen, ohne zu speichern. Das habe ich schon immer gehasst, ne? Dass man hier das so machen muss, das... What the fuck? Das ist jetzt fast ein Nebenspiel. Nee, dass du seitlich drücken musst und dann nach unten und nach oben, weißt du, das... Ach so. Ja, man muss ein bisschen auch in Skyrim machen, ne? Ja, Skyrim müssen wir ja auch noch irgendwann mal machen, nur da können wir uns immer Zeit lassen. Ja, stimmt, wir haben auch ein privates Terminal. Da kriegen wir Teamstatus zum Beispiel. Hier ist Archangel, den kriegen wir. Dann den Professor natürlich. Meisterdiebin. Meisterdiebin, genau. Gefangene. Die hört sich gut an. Die willst du aber nicht kennenlernen. Der Warlord. Der Veteran. Ich finde ja den Warlord, hört sich stark an. Der Warlord ist eine starke Rasse, ja, das stimmt. Also Kurganer sind eigentlich eine starke Rasse. Was war eigentlich dieses Vieh? Wie heißt denn das nochmal? Welches Vieh? Was du im einen Let's Play gezeigt hast. Meinst du hier, Der so genial aussah. Meinst du die mit der Maske oder hier der eine Typ da? Der männliche von den zwei weiblichen da. Ach so, Upgrades. Upgrades hört sich doch gut an. Upgrades können wir auch machen, wie du es jetzt wahrscheinlich gelesen hast. Ah, hier. Kann man das machen? Ja, Waffen-Upgrades und so alles. Mhm. Ja. Archivierte Nachrichten, bla bla. Fortgeschrittene Kampf. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Gelehrter. Ach Gott, nö. Cerberus. Alles als gelesen markiert. Ah, das ist gerade ein bisschen schwer hier. So, geht doch. Ich glaube, für das würde ich... Ah, Menschen mit die Allianz. Die Allianz. Ein politisch-ökonomischer Land für... Gut, das brauchen wir uns jetzt nicht hier anzutun. Okay, das mache ich hier, glaube ich, mit der Maus. Kann ich gleich mit der Maus machen, auch interessant. Dann möchte ich auch gerne, dass die Maus irgendwo in der Ecke ist, wo man die nicht braucht. Tagebuch. Overlord, die Schlüssel. Einzelbestation. Ah, okay. Nach Ite fliehen. Nee, warte mal. Ach ja, genau, Codex wollte ich gucken. Ratsvirk. Die Assa. Die Sala. Meinst du den hier? Da, der Sala. Ja, das sind Turianer. Und den. Wie die Agonia aus Skyrim. Aus Elder Scrolls. Ja, ne? Willkommen an Bord, Commander. Ja, mit der kann man hier auch reden. Also mit ich der kann man. Human Kelly Chambers und wurde Ihnen als Administrationsassistentin mit der kann man eigentlich auch eine Beziehung machen. Ich verwalte Ihre Nachrichten und nimm mal lieber deine Crew mit. Ich muss sagen, es ist wirklich eine Ehre für Sie zu arbeiten, Commander Shepard. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich bin froh, dass Sie Teil des Teams sind, Miss Chambers. Oh, wie er sich freut. Okay, Kelly. Noch etwas? Lauder. Ist das, was ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wofür sind Sie zuständig? Ich informiere Sie über alle Ihre Nachrichten oder Termine. Wenn jemand aus der Crew etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen hat, sorge ich dafür, dass Sie es erfahren. Weißt du, was ich an dich so lobenswert finde? Was? Dass sich das alles interessiert. Mich interessiert das nicht, nur du willst ja immer, dass ich das alles anmache, deswegen. Jeder weiß, wie es geht. Mich juckt quasi nicht. Wie geht's dir? Das juckt mich nicht. Du sollst arbeiten für mich.
Das ist ein enormer Druck. Ich verfüge ja, über was denn? Du bist hier belebt worden, aus gleichen Teil zusammengesteckt werden, um ganz viel alles kaputt zu machen. Was ist deine Aufgabe überhaupt? Von wem? Ja, von Shepard. Dass der eine Rasse auslöscht. Eigentlich die Erde, also die Galaxis beschützt. Und ja. Ich achte auf Warnzeichen. Ich höre zu. Es ist kein Vollzeitjob. Ach so, das wäre wieder das alte Gut gegen Böse Prinzip. Oder noch besser das One versus eine Armee. Wie bei COD. Ja gut, das ist quasi so eigentlich, wenn man es so sehen will. Ja, das One versus, ja hier, du einer gegen eine ganze Armee, er besiegt die Armee und am Ende bringt in einem epischen Kampf. Oder Quicktime-Events den Gegner um. Ja, Quicktime-Events gibt's leider hier nicht. Das kann ich dir jetzt schon mal im Voraus wegnehmen. Das kann ich, Hubszoller, gut, dass Sie da sind. Wir können froh sein, jemanden mit Ihren Fähigkeiten dabei zu haben, Kelly. Ich danke Ihnen, Shepard. Was möchten Sie sonst noch wissen? Versuchen. Sind Sie zufrieden hier? Befinden Sie sich dabei, dass man Sie der Normandie zugewiesen hat? Ich wurde vom Unbekannten persönlich ausgewählt, um an der Bekämpfung der größten Bedrohung teilzunehmen, der die Menschheit je ausgesetzt war. Hä? Wie soll man sich dafür die größte Bedrohung? Bedrohung. Die Reaper. Aber hauptsächlich fühle ich weil die Reaper, die haben vor 50.000 Jahren die komplette Galaxenrasse zerstört. Also die haben schon mal die kompletten Alien-Rassen und so alles haben die, ja, wie soll ich sagen, ausgelöscht einfach. Dezimiert. Ja, quasi. Also, dass nur noch die übrig waren. Ich hasse mein Handy-Ladegerät gerade. Werden wir auch nicht. Keine Sorge, wir werden die Kollektoren besiegen. Ich vertraue Ihnen völlig. Als ich Sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich meine Augen schließen und mich fallen lassen könnte. Sie würden mich auffangen. Nimm das oben. Vielleicht ich weiß. Sie nicht nur auffangen, Kelly. Das nenne ich einen verlockenden Gedanken. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Knall sie. Müssen wir uns das jetzt antun? Ja. Diese Organisation hat einen ziemlich schlechten Ruf. Haben Sie Bedenken, für sie zu arbeiten? Überhaupt nicht. Unsere Methoden sind manchmal rau, aber Cerberus hat hehre Ziele. Wir vertreten die Interessen der Menschen, entwickeln ihre Technologien weiter, retten Menschenleben. Das sind gute Ziele. Hast Cerberus Aliens? Ja, klingt so, als hätte Cerberus vor, alle Aliens zu beherrschen und die Menschheit an deren Spitze zu setzen. Cerberus kümmert sich um die Menschheit, aber das bedeutet nicht, dass wir Aliens hassen. Meine Schwester führt ein Hundeasyl, mag aber trotzdem auch Katzen. Ich liebe die Vergleich, Menschen. Das ist jetzt schon wieder aber die. Ich liebe die Asari, Menschen. Ist sie nicht selbst ein Mensch? Turiana, Salariana, Hanna. Das ist kein Widerspruch zu den Idealen von Cerberus. Das ist eine sehr positive Einstellung. Was soll ich sagen? Ich bin nun mal sehr sozial. Möchten Sie noch über etwas anderes sprechen? Nein. Kann man von manchen nicht erwarten, leider. Okay, vielleicht reden wir miteinander. Okay. UVB 2, das ist ja gut. Ja, hier nur ist Fahrstuhl. Hier ist Fahrstuhl. Ah ja, hier ist die Waffenkammer. Also ich kann es dir auch jetzt gerne eben kurz zeigen hier. Ja, wir haben bis jetzt die M8 Avenger. Okay. Die sieht ja scheiße aus. Hier nur einer oben. Die nimmst du mit. Ehrlich? Ja, nimm die mit. Okay. So, geh nochmal unten. Nimm die. Warte mal, wie sieht denn die aus? Ja gut, geht mal. Ah ne, warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Okay, interessiert mich nicht. Präzisionsgewehr. Gut, ist nicht schwierig. Ich finde beide sind geil aus. Warte, nimm die. Wäre ich auch für. Interscore. Die sieht aus wie Repos Ghost. Deswegen nimm die. Pralanx. Boah! Das ist jetzt schwierig. Das ist echt schwierig. Schwarzes Lochgewehr. Wo? Ja, das eine ist ein Bo, schießt wahrscheinlich Pfeile ab. Nee, das nicht, das ist
Das ist genauso wie der oben hier, der ist so eine Art Granatenwerfer. Ich synchronisiere Ziele mit einem unsichtbaren Laserbreiten und mit einem Starkstrom angefahren. Wenn ein Blitz ähnlich einschlägt, das erste Ziel trifft, markiert das ultramoderne automatische Synchronisierung. Boah, Alter, die ist ja gemein. Da bin ich schon mal. Warte, ich wär für die. Geh nochmal hoch, ich möchte die mal lesen. Oh. Oh. Nimm das? Ja. Gut. Saug Gegner ein und dann lässt er explodieren. Für Jacob. Ach, da können wir hier auch ändern. Ja gut, der kann nee, ja... Dann lass sie ja... Ja, die hier können wir das nicht ändern. Wo sind was für Killer? Ach, da ist der Jacob mit... Musst du jetzt mit dem reden? Ich weiß ja nicht. Ich will mal ein bisschen... Müssen muss ich nicht, aber ich wollte das tu eigentlich... Los, tu es. Ich wollte es eigentlich so machen, dass wir nach jedem...